Wer mich ein bisschen kennt, weiss genau, der Müller ist eine richtige Kaffeetante. Und wenn es draußen noch so Hoduwetter ist wie heute, ist das doch die perfekte Kombination für ein neues Fotoprojekt. Heute geht es um Kaffee. Viel Spass, bleib dran. Anfangen tun wir ganz einfach. Es geht um die Kaffeetasse. Als Material brauche ich eigentlich viel schwarzes Papier, ein paar Kartonschachteln, um das Ganze zu erhöhen und zu schauen, dass mein Papier nicht umgeht. Da braucht ihr nicht teure Stativ oder irgendetwas. Schwarzes Papier und Karton reicht. Und meine schon bereits bekannten LED-Lichter, damit ich das Licht steuern kann und sehe, was ich mache. Ich schalte die gerne mal ein. Genau. Gut. Mir geht es um die Kontur von meiner Tasse. Ich habe bewusst eine weiße Tasse gewählt mit einem schwarzen Hintergrund. Und was ich jetzt mache, ist eigentlich ausprobieren. Das kennt ihr bereits von Glasfotografie. Wenn nicht, tue ich gerne oben mein entsprechendes Video verlinken. Und jetzt kann ich anfangen spielen. Je weiter vorne ich komme mit meinem Licht, je mehr von meiner Tasse ist natürlich schlussendlich beleuchtet. Also das heisst, ich kann die ganze Tasse beleuchten. Wenn ich nachher das Umgebungslicht dunkler mache, dann könnte ich dann natürlich machen, dass man dann den schwarzen Hintergrund eigentlich nicht mehr sieht und nur noch die weiße Tasse. Das finde ich jetzt aber eigentlich nicht sonderlich interessant. Interessant wird es dann, wenn ich nur noch Konturen habe. Und je weiter hinten, dass ich mit meinem Licht gehe, passiert das. Also, je mehr von hinten dass es kommt, habe ich hier am Rand irgendeinmal nur noch einen feinen Strich. Ich kann das auf einer Seite gleich machen, oder zum Beispiel auf einer Seite breiter oder schmäler. Also mit zwei Lichtquellen kann ich die ganze Geschichte steuern. Ich kann auch mit der Höhe der Lichtquellen zum Beispiel spielen, wenn ich weiter runtergehe oder raufgehe. Verändert sich das je nachdem ebenfalls, dass ich zum Beispiel den Oberteil noch mehr belichtet habe oder nicht. Ich tue da gerne mal ein bisschen experimentieren und zeige euch nachher ein paar Fotos, die dabei sind, rauskommen. Irgendwie doch schon ganz okay für einen Anfang, oder? Aber im Moment sieht es mehr nach Halloween-Shooting aus. Nein, wir bleiben beim Kaffee. Aber irgendwie, ja, es ist ein Anfang, eine Grundlage, aber da muss noch ein bisschen Action drin. Meine Idee ist folgendes. Es heisst, das Kaffee raucht nicht und irgendwie müssen wir da einen Rauch reinbringen. Ich esse sehr gerne Kaffee, aber bis ich die Fotos habe, habe ich wahrscheinlich dermassen viel Kaffee getrunken, wenn ich jedes Mal ein neues rauslasse, dass ich schlottere beim nächsten Video. Und darum probiere ich es ganz einfach. Zündhölzli. Meine Idee, das Zündhölzli anzünden. Genau. Und dann eigentlich ausblasen und in diesem Moment ins Tassli reinwerfen. Und der Rauch hier möchte ich gerne fotografieren, und zwar dann wahrscheinlich mit der Beleuchtung wieder von hinten. Auf was muss ich achten? Sicher auf die Verschlusszeit. Ich habe nicht wahnsinnig viel Licht nur mit meinen LEDs. Und ich darf nicht zu langsam beleuchten, sonst wird der Rauch mehr ein Nebel. Ich möchte den scharf haben. Ich probiere aus, welche Verschlusszeiten dass ich herbringe, sodass ich mit der ISO nicht zu hoch rauf muss, der Rauch scharf wird und die Bildqualität nicht leidet und ich nicht zu viel Unschärfe drin habe. Ich probiere verschiedene Sachen aus, verschiedene Verschlusszeiten, ISO, zeige euch gerne Beispielbilder mit den Angaben unten, wo ihr könnt vergleichen, was euch am besten gefällt.